In your face. What's poppin', Leute? Heute an einem Faschingsdienstag und unterschiedlicher kann unsere Aufnahmebedingungen nicht sein. Der eine kränkelt ein bisschen, der andere, ich keine Ahnung, was er da gerade ist. Auf jeden Fall, ich kenne diesen Typen schon sehr, sehr lange und seit heute weiß ich, Basti, the Beauty, Dorit ist Linksträger. Willkommen, mein Lieber. Johnny Boy, was geht ab? Wie, du weißt nicht, wer ich bin? Ich weiß selber nicht, wer ich bin, bin ich ehrlich. Ich bin halt irgendwie so ein Oldschool-Rocker, ja, mit so einer Glitzer-Leggings. Aber pass auf, Sonnenbrille muss sein, weil siehst du mein Auge? Was ist damit? Hast du auf die Fresse bekommen? Jo, Digga. Warum hast du mir nicht Bescheid gegeben? Nee, war leider im Training. Fiesen Ellbogen abbekommen, ja. Also das Auge war übertrieben dick. Jetzt schaut schon wieder besser aus. Deswegen ist heute Sonnenbrille Pflicht. Leider kann ich nicht zu dir in die Rodman Bar. Ich wollte unbedingt zu deinem Fasching kommen. Aber ich muss leider hier ein Bierpong-Turnier gewinnen. Tut mir leid. Ja. Moment, wie Bierpong-Turnier? Ich gehe jetzt gleich auf ein Bierpong-Turnier. Deswegen muss ich auch pünktlich los, weil da ist Startschuss. Erstes Spiel, 14 Uhr. Leute, wir haben 12.51 Uhr und ich glaube, er hat schon ein paar Bierchen intus. Aber ja, gut, wir kennen es nicht anders. Hey, Faschingsdienstag, komm, sei mal was erlaubt. Aber apropos Fasching. Ich meine, bei uns heißt ja Fasching, da wo du herkommst, heißt auch Karneval, ne? Was heißt auch? Du hast sogar gesagt, das heißt Fasching bei euch. Nee, aber ich meine, so Köln und so ist ja überall Karneval. Karneval, ja, da komme ich gerade auch her. Du warst ja auf dem Karneval, erzähl mal. Ja, was Leute nicht glauben, ich trinke ja keinen Alkohol gerade, seit 7 Monaten. Und ich muss schon sagen, Karneval ohne Alkohol ist schon tough. Also richtig tough. Also das habe ich auch bei der Wiesn gehabt. Und Stimmung war natürlich super. Also du konntest halt mitsingen und so weiter und so fort. War geil, auf den Straßen war was los. Aber halt, das kannst du auch nicht länger wie... nicht länger wie, keine Ahnung, 3 Stunden aushalten, ne? Deswegen. Du warst ja mit deinem besten Freund Lorenz, den ich ja auch gut kenne. sag mal, war er auch nüchtern? Ja, was soll man sagen? Das ist Ansichtssache, ne? Aber wart ihr in Köln auf dem Karneval? Ja, wir waren in Köln auf dem Karneval. Ey, ich war da einmal, ne? Ja. Nur mal kurz die Geschichte erzählen. Ja. Da habe ich in Quartenbrück gespielt und wir hatten spielfrei. Ja. An dem Tag und dann haben wir früh, ich glaube um 6 oder so, den ersten Zug genommen. Okay. Von Osnabrück nach Köln. Natürlich da schon ein bisschen was getankt und dann da aufgeschlagen. Völlig überwältigt, ja. Leider hat es den ganzen Tag gepisst. Und dann, falls der Herr das hört, lieber Dr. Oliver Pütz, auch Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft, der hatte mich eingeladen zu irgendeiner Praxiseröffnung, ich glaube von einem Physiotherapeuten. Und dass ich doch vorbeikommen soll. Es ist ein schönes Zusammenkommen. Ich soll meine Teamkollegen mitbringen. Und zu dem Zeitpunkt, dann habe ich da irgendwann geklingelt, da haben die uns nicht mehr reingelassen, weil das war so eine Familienparty und der eine hat bei uns natürlich schon unten auf die Straße gekotzt und so weiter. Also es war völlig außer Rand und Band. Und was ich nicht gecheckt habe, mich hat den ganzen Tag hat mich ein Dude verfolgt. Ja? Also es war irgendein Kerl, der auf Männer steht, was überhaupt gar kein Problem ist. Aber irgendwann sagen mir meine Amis, ey, gehört der zu uns? Und ich so, nee, ich kenne ihn nicht. Also ja, der begleitet uns die ganze Zeit und der starrt sich die ganze Zeit an. Ich so, holy shit. Und dann habe ich irgendwann so einen snitchy Move gemacht, wo ich in so ein Restaurant bin und dann durch die Küche Hintertürchen wieder raus, damit ich den loswerde. Aber ey, Karneval in Köln ist schon nochmal eine andere Hausnummer, muss man sagen. Wurde die Story hast du schon mal erzählt, aber die ist geil. Also die Story kennt ja ein bisschen extrem, aber ich glaube, mit anderen Fachbegriffen und Ausdrücken. Das stimmt. Ey, ich habe mich so, pass auf, bei mir war es so krass. Da habe ich ja keinen Alkohol getrunken und ich wohne ja ein bisschen so in so einer Kleinstadt. Wir würden hier sagen Dorf, aber wenn ich jetzt wieder Dorf sage, kriege ich wieder Ärger von meinen Leuten dort, weil
die anscheinend auch einen Podcast anhören und immer schon sagen, ey, das ist doch kein Dorf hier. Anyway, ich musste den letzten Zug nehmen, ne? Und habe mich von meiner Cousine abgeholt. So. Ich habe mich gefühlt wie damals, wo ich 16, 17 war. weil irgendwann ich glaube, der letzte Zug geht um 11 Uhr irgendwas und sonst erst um 7 Uhr in der Früh. So, weiß ich meine. Besoffen ist das schon hart, so lange zu warten. Absolut. Ist krass. So, dann komme ich an und lass mich von meiner Cousine abholen und wirklich wie so ein 16-, 17-Jähriger habe ich mich gefühlt, wie damals. Nur der Unterschied, dass meine Cousine mittlerweile 23 ist, also meine kleine Cousine hat mich abgeholt. Ich dachte mir auch so, was für ein Scheiß. Aber ja. Das ey, Hauptsache, du hattest eine gute Zeit. Hast du mein Kostüm gesehen? Ich habe dein Kostüm gesehen. Weißt du, wer ich war? Wer warst du denn? Alter, hast du nicht Dragon Ball Z geschaut? Oder? Nein, tatsächlich, ich kenne mich mit diesen ganzen Dingern nicht aus und das weißt du auch. Die Leute, Muten Roshi, das ist der Schildkrötenkönig und das ist nämlich ein alter, notgeiler Sack mit Power, das bin ich. Der ist geil, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, ja, war lustig und gestern erst wieder nach Hause gefahren von Wuppertal aus, weil ich mit meinen Cousin halt Cousins Football geschaut habe. Bitte sag noch einmal Cousin. Ey Leute, ich dachte, ey, warte mal ganz kurz. Wie sagt man in Deutschland überall? Weil bei uns sagt man Cousin. Und der Dorit immer, das heißt Cousin. Also ich sag Cousin. Cousin. Ja, whatever. Ey, wichtigste Frage für einen alten Football-Fan wie dich. Jo. Wie fandest du den Super Bowl von Sonntag auf Montag? Also, ich würde sagen, von der Spannung, es gibt's keinen, also Top 3, Finals, die ich gesehen habe. Einmal auf jeden Fall, wo in LA, wo ich selber dort war, aber es war halt so emotionaler Wert. Ne? Und dann eigentlich, wo Brady mit 3-27 hinten lag, noch überholt hat und das Spiel war so krass spannend. Am Anfang halt wirklich, ja, war es halt so eng und halt nicht so ein High-Scoring-Game, aber dann, wo die Defense müde war, war es schon spannend. Das war der längste Super Bowl. In der Verlängerung, 3 Sekunden vorm Schluss, macht Mahomes halt diesen Touchdown-Pass. Und ja, also es war geisteskrank. Also es war krass, krass spannend. Ich habe es ja mit meinen beiden Cousins angehört. Auch schöne Grüße an Ace und Sven. Ace hört meinen Podcast nicht, aber Sven, ich weiß, du bist wieder irgendwie im Auto von Düsseldorf irgendwo hin und du hörst mich. Also Grüße. Mit denen habe ich es geschaut und musste natürlich in 49ers-Klamotten da sitzen, weil die komplett 49ers-Fans sind. Also, warst du auch für die 49ers oder warst du für die Chiefs? Ja, ich war schon für die 49ers halt wegen der Familie halt so, ne? Aber am Ende des Tages war es für mich halt ein krasses Spiel und ja, die Chiefs halt einfach, das ist jetzt einfach der Dynasty. Der Mahomes klopft gewaltig, aber mit dem Vorschlaghammer auf dem GOAT-Status, weil der ist jetzt ja, im fünften Jahr, wo er startet, 3 Championships, 4-mal Finale. Ist schon tough. 28 Jahre und so ein Quarterback kann halt noch bis, wie alt war Brady? Über 40, 42. Mhm. Also der hat noch einiges auf dem Tank und ich glaube, das ist jetzt so spannend zu sehen, weil so als Fan siehst du wirklich so eine Dynastie. So wirklich so einen. Beim Basketball wird das halt so sein mit dem ganzen Warriors-Team. Ne? So, wenn du Spieler nimmst, so boah, du siehst live Kobe, du siehst live, also die ganze Zeit von der Jugend, du siehst live LeBron. MJ habe ich halb live gesehen. Weißt du, ich meine, das ist halt das Spannende, dass du halt Zeitzeugen oder im Fußball, du lebst in der Zeit, wo eigentlich Cristiano Ronaldo und Messi spielen, wo, wenn die beiden nicht da, wird, glaube ich, der eine halt 20 Ballon d'Or gewinnen und der andere Dings. Und jetzt wie, weißt du, so spannend halt so, ne? So auch erfolgreich. Und ja, halt so wie so die Real Madrid-Mannschaft, die 3 Champions League-Titel hintereinander gewonnen hat, ne? Also, ich habe
was total Spannendes im, also mein YouTube-Account war wieder in ganz anderen Sphären des Algorithmus unterwegs. Ich habe was ganz Spannendes gesehen. Da hat so ein YouTuber hat so erzählt, wie der NFL-Boss, mir ist jetzt entgangen, wie der heißt, seitdem der übernommen hat, wie er dieses. Gut, sag ich schon, Dings. Oh, wie heißt der? Okay, erzähl weiter. Warte. Ja, wie der so dieses Global Marketing vorangetrieben hat, ne, und diese Europe Games und whatever. Und dass das total alles drauf abgestimmt, beispielsweise in Deutschland sind die meisten Chiefs-Fans so, ja? Und Ja, aber weißt du warum? ja, erzähl warum. Also, erstens stimmt es nicht. Also. Erstens ist Roger Goodell, der Commissioner. Und es haben ja vier Teams, haben hier die Vermarktungsrechte, wo die halt Werbung halt machen von der NFL. Das ist einmal Patriots, die finde ich, ist immer noch stärker hier, weil Aber da natürlich gab auch. es ja eine Umfrage. Weiß nicht, du kannst ja gerne mal eine Umfrage machen. Da gab es so eine offizielle Aber Umfrage, whatever. bei den Umfragen machen die ganzen alten Säcke ja nicht mehr mit. Also Chiefs hat jetzt natürlich mit Bayern eine Kooperation und die werden jetzt halt immer, weil jetzt der Hype noch größer ist, die werden immer größer, aber ich würde halt die Patriots und Green Bay Packers hier nicht unterschätzen. So, ne? Also Chiefs entwickelt sich gerade in Deutschland halt massiv, ne? Auch mit dank den ganzen Influencer, weil die natürlich halt, die werden halt alle eingeladen, haben alle nur so. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es sau clever ist. Die haben einen eigenen deutschsprachigen Instagram-Account, machen Fußball. Schulprojekte etc. So, weißt du, Partnerschaft mit Bayern. Und ich frage mich so, wann das oder ob das mal kommt von der NBA her, dass man das ähnlich aufzieht, auch in Deutschland. Wäre auf jeden Fall spannend, weil ich glaube schon, dass auch die NBA teilweise so gesättigt ist und jetzt einfach neue Wege gehen muss. Und das gehen sie ja schon ein bisschen mit diesen Europe Games, aber ich spüre hier noch nicht so dieses, dass es hier Ja. so ankommt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist gar nicht. Also dieser Hype, den, ich meine, warum das auch in Deutschland halt so ist und warum so viele Partnerschaften von, also jetzt hier, ich glaube, das sind Carolina Panthers, sind hier Falcons, wenn ich mich nicht täusche, Chiefs und Patriots. Ich glaube, das ist auch sehr, 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 die profitieren sehr davon, dass halt ran Football das hier in Deutschland halt sehr, sehr groß gemacht hat. Das hat so einer wie Coach Izube und dann halt auch mit dem Podcast Football Bromance hat den Markt hier so groß gemacht hat und so empfangbar für die NFL gemacht hat. Sowas haben wir ja in der NBA jetzt noch nicht. Jetzt fangen wir halt mit ran Basketball halt an. Aber halt so, dass halt wirklich so Millionen Ja, wir dafür. machen mit ran Basketball, Kobe Björn und Next Sports. Die werden es schon nach vorne treiben. Ihr macht es schon, ihr macht es schon. Jungs, wir drücken euch die Daumen. Auf jeden Fall, ja. War geil, hast du es? Ey, aber ist mal eine andere Sache. Was ich jetzt halt so ein bisschen krass fand, ist halt einfach, ey, wie fandest du die Halbzeit-Performance von Usher? Erstmal Post Malone fand ich viel geiler, muss ich ehrlicherweise sagen. Usher fand ich auch krass. Und ey, ich habe heute Morgen was Krankes gesehen. Da hat so ein Dude, hat so einen Post rausgehauen, ne? Und als Usher sein T-Shirt ausgezogen hat, ne? Ja. Also der Typ war im Stadion und hat dann so gepostet, warum rastet der Dude neben mir komplett aus, wenn Usher sein T-Shirt auszieht? Und dann hat sich halt rausgestellt, der Typ nebenan hat $10.000 gewettet, dass Usher sein T-Shirt auszieht. Aber wie geil ist das? Du kannst in den USA ja alles wetten, Mann. Das ist gestört. Er bekommen? Ja, keine Ahnung, was die Quote war. Aber ja, Halbzeitshow war natürlich krass. Ich fand auch, wie fandest du die Commercials? Also ich Konnte habe man das die der deutschen Übertragung überhaupt gucken? Da gibt in der deutschen Übertragung haben wir, weil wir das in Deutschland supporten, hatten wir es nicht gehabt, weil die hatten ihre eigene Werbepartner gehabt, ne? Und Mhm. da merkst du auch schon den Unterschied zwischen vor 5, 6 Jahren noch, ne? Hast du, wenn du das gesehen hast oder auch auf so einem Screen und so, hast du nur Parship und was weiß ich, irgendwelche Dating-Apps, die dort Werbung gemacht haben, wirklich, aber die ganze Zeit. Da gab es auch immer noch so lustige Memes davon. Und mittlerweile ist es halt so komplett quer, wirklich große Tech-Firmen machen, also merkt man, dass da halt wirklich Kasacher hinten dran ist, ne? Aber halt zur Halbzeitshow muss ich echt sagen, ich fand es halt brutal, weil wenn du mal überlegst, er hat alles komplett live besungen. Es war
alles live. Er hat da auch getanzt, der hat mehr geschwitzt als die ganze Chiefs und 49ers in der ersten Halbzeit. Ich meine, dann kommt er auf einmal mit Rollerskate raus, dann war, ey, das war krass, mit Alicia Keys so, auch live, fand ich krass. Die waren sich schon sehr nahe, ne? Ja, ich glaube, der Mann von Dings ist, ich dachte, es wird so ein wer ist es, Justin Timberlake, Janet Jackson Moment, dass da irgendwas passiert. Und dann war natürlich auch krass mit mit Lil Jon und Ludacris, voll brutal. Und da war ja auch die, kennst du die Gitarristin? Nee. Das war Her. Das ist so eine Philippiner. Die ist auch so R&B-Musik. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie so krass Gitarre spielt. Auf jeden Fall, ich fand die Show an sich, fand ich brutal. Also ich fand, also brutal. Und ich meine, wie die auch schon gesagt haben, wie viele alte Hits von Usher, wie viele kranke Hits der hatte, ne? Und der hat noch nicht mal alle gesungen, so, weiß ich meine. Das war schon. Und anscheinend hat er ja dafür $0 bekommen, ne? Keiner bekommt dort Geld. Keiner. Das ist krass, ne? Keiner, der eine Halbzeit-Performance macht, bekommt bekommt Geld. Die zahlen sogar halt drauf für ihre Show. Die zahlen halt diese 2-3 Millionen, hauen die selber drauf. Die haben zwar ein Budget, aber teilweise hauen die noch extra drauf. Aber was ein Zufall, am Freitag wird das neue Album von Usher gedroppt. Ach nee. Aber du musst eins vorstellen, guck mal, bei uns, denk mal alle, der Usher wäre ja schon tot, so nach dem Motto, man hört nichts mehr von denen. Aber in Vegas hat der 100 ausverkaufte Shows im Jahr gehabt. Ausverkauft. Dort ist er noch groß, weiß ich meine. Ja, hier hört man wirklich gar nichts mehr. Ich dachte wirklich, dass er retired hat. Ich wusste nicht, dass der... Ja, war schon krass. Also, hast du zum Schluss gesehen oder hast du die Wiederholung gesehen oder hast du komplett... Also, denkst du wirklich, ich bleib die ganze Nacht wach, John? Ja, da gab's eine Szene, die war krass, die fand ich auch auf Spiel entscheidend. Da ist einer, ein Star-Abwehrspieler, Defense-Player, ist beim Reinlaufen ausgerutscht. Das habe ich gesehen. Sehne gerissen. Ah, das habe ich gesehen, Alter. Das war richtig bitter. War der von den Chiefs oder von den 49ers? Nein, der hat die ganze Zeit Travis Kelce gedeckt und der hatte bis zu dem Zeitpunkt ein Catch auf ein Yard. Danach hat er über 100 Yards gehabt. Aber halt, das war schon beim Reinlaufen. Hast du es gesehen? Ja, ja, das Video habe ich gesehen. Natürlich. Sah auch nicht krass aus oder so, ne? Nee, der ist einfach weggerutscht, ja. Was muss man dem Universum antun, dass sowas passiert, Alter? Ey, solche tragischen Momente, krank. Ey, wenn wir schon bei tragischen Momenten sind, wirklich jetzt, will ich jetzt mal ein richtig trauriger Moment, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so ein NBBL-Spieler aus Düsseldorf wurde am Wochenende einfach ermordet, ja. Das ist schon heavy. Ich habe das gelesen und mir krampft was, die Tränen so. Ich meine, ich kenne ihn nicht, ne? Aber anscheinend war das irgendein Streit unter Jugendlichen und er wurde einfach von einem 15-Jährigen, wenn es stimmt, was man so liest, ne? Da mit dem Messer angegriffen und ist dabei ums Leben gekommen. Einer liegt wohl noch im Krankenhaus. Boah, Digga, also da wünsche ich auf jeden Fall der Familie viel Kraft. Da denke ich mir auch, das war tough, weil du denkst dir, boah, krass. Weil es war ja auch so ein bisschen in meinem Film halt so, ne? Denkst du so, boah, krass, 300.000 wieder in München auf der Straße und dann habe ich es gestern gelesen, weil ich hatte auch so ein paar Ruhrpott-Gruppen, war es bei mir auch beim Basketball, also ich habe ja ein paar Ruhrpott-WhatsApp-Gruppen mit Basketball und der kommt ja aus Oberhausen, ne? Und hat für die Düsseldorf NBBL-Team gespielt und das ist ein Ukrainer, der ist vom Krieg geflüchtet, um hier in Sicherheit zu sein. Und ja, da gab es halt irgendwie so, die wurden anscheinend schon irgendwie in Düsseldorf angemacht und dann hat man die irgendwie, ist irgendwie zurückgefahren. Irgendwann haben dann irgendwelche Leute, also wenn das stimmt, auf ihn eingestochen. Aber ich meine, dass sowas passiert hier in Deutschland, das ist halt. Ey, ist halt, das ist geisteskrank. Also jetzt mal, Fan, ist weg von, ob der jetzt. Ukrainischer Flüchtling ist, das macht es ja noch dramatischer, ne? Aber wo sind wir gelandet, dass, oder wie ist die Situation jetzt in Deutschland, dass man nicht mehr mit Worten das alles löst, oder
Keine Ahnung. Ich meine, früher, ich meine, ich bin jetzt nicht stolz drauf. Früher haben wir dann halt einfach uns die Fresse poliert. Und wenn einer am Boden lag, lag einer auf dem Boden. So, Punkt. Hat man noch Ehre gehabt. Aber jetzt mit den ganzen Messer, ich meine, da ist Waffengewalt auch nicht mehr weit weg, ne? Muss ich sagen. So, weiß ich meine, Ja, so. du, also ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist, Messer oder Knarre so, ne? Also da bist du schon. Ja, hey, auf jeden Fall extrem. So Ruhe in Frieden, Mann, den Hinterbliebenen viel Kraft, auch den ganzen Teammates und so. Ey, hardcore schlimm. Wir werden unsere Story auf jeden Fall den Spendenlink posten. Da gibt es einen Link dazu, dass man einen kleinen Betrag spenden kann, damit man der Familie finanziell helfen kann, weil da geht es um die Leichenüberführung etc. Das werden wir in unsere Instagram-Story hauen. Ja, auf jeden Fall sehr tragische News. Ey, kommen wir mal Und von. jetzt an die Familie. Jetzt, ich streng mich halt richtig an und hoffe, dass ich es richtig ausspreche. An die Familie Jamakov. Ja, auch von unserer Seite Beileid und viel Kraft. Und ja, ist natürlich halt heftig, 17 Jahre alt. Unfassbar. Ey, kommen wir vom Regen zum Sonnenschein. Zweifach sind wir bei Olympia vertreten. Zweifach, Diggi. Schon tough, wa? Unfassbar. Junge, was geht mit dem deutschen Basketball ab? Sei mal, also, Wahnsinn. Also zweimal jetzt gegen Brasilien mit 2 Punkten gewonnen. Unterschied, richtig? Jo. Zweimal Hast du das Olympia. Spiel gegen Brasilien gesehen? Nur Zusammenfassung. Ich Junge, wollte. Junge. Also muss man, muss, ich tu mal kurz dieses Qualifying-Turnier zusammensetzen. Erstes Spiel gegen die Serben hat man sich am Anfang schwer getan, dann war man die bessere Mannschaft so. Ne? Ganz klar, die Sabayi-Schwestern haben überragt, Leonie Fiebig auch dominant. So, zweites Spiel. In dem ersten Spiel hat sich Satou an der Schulter verletzt. Ja, die war im zweiten Spiel mit so einer Schlinge. Also man dachte, okay, das Turnier ist für sie gelaufen. Ihre Schwester wurde geschont, weil man wusste, dass man im zweiten Spiel gegen die Australierinnen keine Chance hat. War auch so, ne? Man hat irgendwie mit 30 auf den Sack bekommen. Das war ja. So, das heißt, du musst gegen Brasilien gewinnen. Ja? Ja. Dann spielt auf einmal Satou und natürlich ihre Schwester. Und Satou hat gespielt wie fucking Goat, ja? Also. Und die Brasilianerinnen, die haben auf ihre Schulter eingedroschen, die wollten sie kaputt machen, ja. Ey, unsportliche Frau, ey, das war ein Kampf, Alter. Das war ein Kampf ohne Ende. Das war so krass. Und am Ende haben die sich einfach belohnt man. Und ey, ich bin so happy für die Girls. Also es ist sehr, sehr geil. Vor allem das erste Mal, dass Männer und Frauen beide dabei sind, ne? Ja, die Frauen waren noch nie dabei, glaube ich. Jetzt weiß ich, weil ich habe nur gelesen, dass zum ersten Mal beide dabei sind. Ey, bevor wir jetzt wieder hier so Hassmails bekommen, ne, wie wir es schon mal bekommen haben, weil die alle denken, dass wir hoch ausgebildete Journalisten sind, ja, nagelt uns halt nicht auf sowas fest. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn wir uns nicht sicher sind, dann www.google.de, ja, könnt ihr nachschauen. Ich glaube, ja, du hast auf jeden Fall recht. Zum ersten Mal sind beide Mannschaften gleichzeitig bei Olympia. Ich bin der Meinung, vielleicht die Damen sogar das allererste Mal. Müssen wir mal gucken. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn. Und weißt du, was geil ist? Die Kapitänin Svenja Brunkhorst, Ja. die kenne ich ganz gut, die hat die Chance oder hätte die Chance, weiß nicht, ob sie das jetzt noch macht, weil die spielt auch 3x3. Ja? Ah, okay, ja. Und die hätte die Chance für 3x3 bei Olympia zu sein und bei 5 gegen 5. Aber spielt nicht immer parallel? Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Stell dir mal vor, was das für ein Pensum ist. Ich meine, da müsste irgendwo irgendwas sein, ne? Also glaube ich nicht, dass die 3x3 spielt, aber auf jeden Fall krass. Und ich muss sagen, ey, der Damenbasketball hat sich krass entwickelt. Ich find's überragend und auch so, weißt du, die zwei Sabayi-Schwestern, die sind Leuchttürme, die pushen. Ja. Und ja, also Hochachtung. Hochachtung, Mann. Das ist nicht einfach. Die sind dann nach Brasilien geflogen, hatten nicht lang zu trainieren, da war irgendwie gestörte Temperaturen, krasse Luftfeuchtigkeit, die haben sich da durchgebissen. Hut ab, ich hab ein paar Bilder von der Party gesehen, es hat so ein bisschen lame ausgesehen, das würde mich noch interessieren,
Ob die das dann vielleicht noch irgendwo mit ein bisschen Rum und Caipirinha, was weiß ich, ein bisschen härter gefeiert haben. Vielleicht kriegen wir da in den nächsten Wochen ja ein bisschen Insight. Ja? Safe, safe. Aber vielleicht nehmen wir das Thema mal in so eine gesonderte Folge mal rein. Ja, wir brauchen mal ein Girl aus der Mannschaft so. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Also, ich kann da mal rumtelefonieren, weil ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Das müssen wir eigentlich, weil das ist ja was Historisches. Ja, Svenja kann ich auf jeden Fall mal anhauen. Ja, also, dann haben wir noch eine. Ey, aber jetzt mal noch eine andere Sache. Du warst auch, habe ich gesehen, am Wochenende beim Rollstuhlbasketball. Oder wie nennt man das? Oder nicht, dass ich falsch genannt habe? Wie denkst du, nennt man es sonst, außer Rollstuhlbasketball? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja wieder so einen anderen Begriff davor. Und ich bin doch so oldschool. Weißt du, ich meine so. Nee, das war letzte Woche schon. Ich mache ja mit unserem e.V., den ich ja mitgegründet habe, machen wir so Rollstuhlbasketball-Schulprojekte inklusive Schulprojekte. Und da hat man wieder so ein Projekt. Ist geil, Mann. Weißt du, was das Spannende beim Rollstuhlbasketball ist? Sind die auch qualifiziert oder qualifizieren die sich noch? Die, bei den Männern weiß ich gar nicht, bei den Frauen, die haben jetzt dann irgendwann, ich glaube im April oder so, haben die ein Qualifikationsturnier in Japan. Okay. Also es ist noch nicht sicher, ob die dabei sind bei den Paralympics. Okay. Aber weißt du, was geil am Rollstuhlbasketball ist? Das ist mir schon öfters jetzt aufgefallen. Normalerweise, wenn du Schulprojekte mit Kindern machst und du spielst mit denen Basketball, 5 gegen 5 oder so, alle wollen werfen, keiner will passen, ne? Alle dribbeln, rennen auf den Ball, bla bla. Beim Rollstuhl sind die so sehr mit dem Rollstuhl beschäftigt, dass die den Ball immer wegpassen wollen. Krass, also, stimmt, ja. Alter, sind Passstaffetten viel geiler. Natürlich ist Körperwerfen deutlich schwieriger, aber ich finde es immer geil. Das ist von Winkel, ne? Von unten. Das ist ja viel. Ey, die Profis, wir haben ja da immer Profis dabei, ne? Also Rollstuhlbasketball-Profis, das sind alles Maschinen. Das ist absurd. Wie ist es für dich, weil du, ich meine, du bist ja Profi-Basketballer. Wenn du von da unten sitzt, ist das eine ganz andere Technik oder so? Oder wie war da deine Wurfquote? Muss man da was umstellen? Weil der Winkel ja, also. Ja, du musst auf jeden Fall mehr, du kannst ja nicht aus den Beinen werfen. Ja. Das heißt, es funktioniert alles aus dem Oberkörper und das ist schon eine Umstellung. Also, ja. Ist schon ein anderer Wurf. Ist mehr so ein bisschen wie so ein Stoßen. Ist nicht so ein, nicht so eine Flow-Bewegung, sag ich mal. Okay. Also war dein Treffer kurz oder nicht dementsprechend nicht so geil? Ich weiß nicht. Ich habe dann jetzt nicht so viel auf den Korb geworfen. Es geht ja um die Kinder, John. Ach so, ich dachte, nee, ich habe doch auch so ein Ding gesehen, dass du selber mal irgendwo drin saßt und das auch. Ja, wir haben da mitgespielt und so, aber wir gehen dann immer in die Schulen und die Kinder sollen es kennenlernen, weißt du? Okay. Ja. Geil. Mal ganz kurz, wir haben doch letzte Woche noch drüber geredet, ne? Über was denn? Über Dennis Schröder. Wir haben ja vermutet oder gemunkelt, dass er wieder zurück zu LA geht. Aber der ist jetzt zu Brooklyn Nets getradet worden. Was krass, ne? Also hat er irgendwie so voll weniger haben es kommen sehen. Ja. Und er war ja, was man so aus den Medien mitbekommen hat, er war auch ziemlich überrascht. Ja. Also ich nochmal ganz kurz, weil wir haben bei ein paar Kommentaren gesehen und gelesen haben, weil er auch schon wieder so hieß, ja, warum ist er da hingegangen, bla bla bla. Also nochmal für die Leute, ich weiß, viele Leute kennen sich, vielleicht 80% kennen sich damit aus. Die 20%, die uns zuhören, vielleicht nicht. Der Dennis Schröder kann oder hat bei so einem Trade nichts zu sagen. Er muss dahin, der kriegt irgendwann mal einen Anruf und, oder beziehungsweise irgendeiner von den General Manager, glaube ich, macht das nicht, aber irgendeiner vom Staff wird zu ihm sagen, pass mal auf, Junge, pack deine Koffer, du musst jetzt nach Brooklyn oder du musst nach zu den Lakers, du musst nach, keine Ahnung, nach nee, Toronto ist ja, du musst nach Orlando. Weißt du, er kann das überhaupt nicht bestimmen. Also er kann nichts dafür. Also auch nicht so, ja, von wegen, ich habe auch einen Kommentar, ja, duckt er sich denn der Konkurrenzkampf dort und so weiter. Ist Bullshit, weißt du, weil die sind komplett auf Rebuild mittlerweile, die wollten da irgendwas starten und hauen jetzt alle ihre Spieler halt weg, damit die dann tanken können. Und ja, also er kann da nichts dafür. Aber ihn in Brooklyn Nets Merch zu sehen,
ist schon nice. Also das steht ihm schon so. Ne? Und so Brooklyn anstatt, das passt mehr zu ihm. Also meiner Meinung nach. Und er hat ja auch schon direkt geliefert. Ne? Erstes Spiel, Double-Double gegen Wemby. Ne? Ey, das Business ist so krass, das musst du dir mal vorstellen. Und ja, da können sie mir alle kommen, die verdienen arschvoll Geld, whatever. Aber, Ja. guck mal, der Typ, ich glaube, 2 Tage bevor er getradet wurde, hatte er noch ein sehr, sehr starkes Spiel für Toronto. Und dann ist ja in Toronto, glaube ich, auch so eine Tradition, da kriegen die dann so nach einem guten Spiel, wählt der Trainer einen Spieler aus, dann kriegt er so eine Chain Ja. als, keine Ahnung, bester Spieler des Spiels. Und denkst du, ja, okay, geil, ich hatte ein gutes Spiel und der war ja jetzt trotzdem, ich weiß nicht, die Hälfte der Saison dort, ich weiß nicht, wie viel jetzt gespielt wurde, knapp die Hälfte. Und du baust ja trotzdem irgendwie familiäre Beziehungen auf, die Familie fühlt sich wohl, du bist mit den Kindern dort. Dann pennst du, also so wie es anscheinend ja war, er hat geschlafen, man hatte 1000 Anrufe von seinem Agenten. Irgendwann ist er dann hingegangen, ja, okay, pack deine Sachen, du musst nach Brooklyn. Bumm. Bumm. So, Cut. Ey, Frau, pack mal die Kinder ein, wir fliegen jetzt nach Brooklyn so. Und dann, ey, das ist schon, also ich finde es schon absurd, Mann. Vor die, die sind doch gerade erst hingezogen, so weiß ich meine. So, Ja. das ist die Frage. Guck mal, weil das machen ja ein paar Spieler, machen es so, die lassen einfach ihre Kinder, ihre Familien da, wo ihre Base sind, so, ne? Und weißt du, so bei vor allem so bei so Spielern jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von LeBron James und so, aber so bei so Bandspielern, so oder halt so, ja, also, keine Ahnung, die dann immer so rumgeschoben werden. Also das ist ja geisteskrank. Also ich meine, ja, das ist schon nicht nice, ne? Auch wenn man viel, wie du selber sagst, wenn man viel verdient, einfach zu schlafen. Du musst dir vorstellen, du schläfst, stehst auf und sagst, okay, du musst jetzt gehen. So, du kannst überhaupt so ist ja wie so ein Job, so weißt du, wenn du bist gekündigt, geh oder keine Ahnung, weißt du, ich meine, so und du darfst nichts sagen, du darfst nichts sagen, du kannst nichts sagen, du kannst auch nichts dagegen tun. Es gab doch schon Spieler, die wurden während dem Spiel getradet. Ja, boah, das war bei, wer war das nochmal? Harrison Barnes war das, ne? Im dritten Viertel durfte er nicht mehr spielen. Das ist ja geisteskrank. Jetzt war doch auch, ich glaube, bei Brook Lopez, der wusste, dass er wahrscheinlich getradet wird oder dass da irgendwas passiert und dann saß er einfach hinter der Bank mit einem Buch und hat das ganze Spiel dann gelesen. Das ist also auch Aber typisch bei ihm nicht. war es wohl so, dass er getradet wird, der kriegt ein Buyout und dann unterschreibt er, glaube ich, nochmal für weniger Geld bei Milwaukee. Irgendwie gibt es da so Möglichkeiten. Ja, aber das ganze Business ist auf jeden Fall ist verrückt. Also ich stelle mir das ganz, ganz krass vor. Und hey, alle haben ja so ein bisschen spekuliert. Die ganzen, die sich in Anführungszeichen auskennen, haben ja gesagt, Maxi Kleber wird auf jeden Fall getradet. Arschlecken, der hat erstmal nach der Trade-Deadline seine besten Spiele gemacht. In dieser Saison hat man ein paar Eier bewiesen und hat gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil ist. Hartenstein, glaube ich, gerade verletzt, hat letzte Nacht nicht gespielt. Franz, The Wanz, Wagner hat wieder mal 36 oder so gedroppt. Ey, mal ganz kurz, also 36 ist schon krass, ne? Mad Respect. Ey, aber hast du es gesehen, wie der Mo den Wemby gepostert hat? Ey. Muss ich, also, ja, krass, absolut krass, ne, wenn man sich Wemby vorstellt. Ja. Aber da muss ich so ein bisschen, ey, der Enkel hat irgendwie so ein bisschen weird ausgeschaut, ja, also. Don't know, ja, ob es jetzt so, es gab nur, ich habe das nur aus einem Winkel gesehen und also, oh, crazy über Wemby, aber. Habe ich schon krassere Poster gesehen. Man muss sich jetzt erstmal auch trauen. Du musst definitiv dich trauen, wobei da ist ja Mo, der gibt einen Scheiß drauf, so, der macht einfach. Ja, war auf jeden Fall krass, aber ich glaube, die Medien haben es krasser gemacht, weil es halt über Wemby war. Ey, das Krasse ist halt, ich meine, das versucht ja jeder bei Wemby und gestern hat er, glaube ich, erstmal 10 Blocks gemacht. Ich habe auch, ey, wirklich vor Big Mans, so habe ich Respekt, die immer mit hochgehen, immer versuchen, alles zu challengen. Dann kassierst du auch mal, was willst du machen? Also, ne? Das ist halt so. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall Respekt davor. Hast du die neuen Bilder von unserem Boy Leon gesehen? Die Halle wurde eröffnet.
Boah, das war schon krass, ne? Auch mit so, das hat irgendwie hochgeladen. Das war, was sagst du dazu? Da hat man schon Bock zu spielen, ne? Hat auf jeden Fall, hat sehr nice ausgesehen. Leider bin ich der Einladung nicht gefolgt, ne? Also bin nicht Aber hingegangen. ich habe ein paar Videos gesehen, ne? Da, was er gesagt hat, da ist schon recht. Das ist schon ziemlich leise da und so in der Halle, ne? Also die haben keine richtigen Fans. Wenn du das mal vergleichst, ja? Letzten, war es Donnerstag oder Freitag? Die Bayern in Belgrad gespielt, bei Partizan. Alter, die Stimmung war wieder heftigst. Ich glaube, Donnerstag war es. Heftigst. Das war Ja. ja, aber gut, Aber also weißt du, wer die Stimmung gekillt hat? oh. Big Boss Francisco. Junge, was war das für ein Move? Digga, boah, ich hätte die Seele genommen, Alter, ja? Der hat ihn komplett die Seele. Vor allem, du musst dir, das war noch nicht mal schlecht verteidigt, weil du musst dir vorstellen, Frank Kaminski, Seven-Footer, großer Spieler, natürlich nicht so viel Footspeed, aber er gibt ihm erst so zwei Crossies, dann zieht er zum Korb, da bleibt der Kaminski eigentlich noch ganz gut da und dann macht er einen überkrassen Stepback. Ja, ich weiß Aber nicht. kannst also ich also so weit kann ich noch nicht mal nach vorne springen. So, weißt du, ich mache. Also fast von der Freiwurflinie bis hinter die Dreierlinie. Und Kaminski kommt noch mit zurück. Er hat noch die Hand in seinem Gesicht und er bekommt den Wurf los und zwischen, also der war schon böse. Vor allem, wie gesagt, es kann Kaminski nicht mal. Der hat auch ein paar NBA-Spiele hinter Ja, aber sich, der ne? ist eigentlich ein richtiges Target in der Verteidigung. Und Aber den hat aber nicht schlecht verteidigt, muss ich den sagen. hat er nicht schlecht verteidigt, aber im ganzen Spiel hat man schon gemerkt, dass die Bayern versuchen wollen, ihn und Smailagić zu attackieren, vor allem mit Francisco, der hat es auch gut gemacht. Aber der Wurf ist einfach, das ist Big Balls. Also, wo ich den gesehen habe, vor allem, das Geile ist halt einfach, wenn du auch die Wiederholung und sowas halt anschaust, weil ich war ja an dem Donnerstag, konnte ich leider nicht schauen, live, aber ich habe halt die Zusammenfassung und sowas halt alles angeschaut. Und auch den letzten Teil habe ich Spiel live geschaut, so, ne? Digga, das ist immer so geil. Ich weiß nicht, also ich bin immer noch der Meinung, ich finde es geil, wenn man eine Crowd silenced. So, weißt du, meine? Und zwar so eine Crowd, wirklich von gefühlt 120.000 Dezibel auf wupp, null. Weiß ich meine, so, das war schon heftig. Dort. Boy, der Boy Schweinsteiger war wieder für Kurzzeit gesessen, ne? Ja klar, der ist ja Belgrader Legende, er ist ja nur Kurzzeit. Schön Absolut, nur Kurzzeit. wieder in sein Jackett und so und was weiß ich und ja, das Ey, ist schon. Johnny, bevor ich hier los muss zum Bierpong-Turnier, weil die Zeit eilt ein bisschen. Ey, wir haben ja ein Highlight, ne? Wir haben ja ein Highlight, kommendes Wochenende, Top 4. Sigmund Diggi. Sigmund Top 4 in München, 17. 18. Februar. Weißt du eigentlich, was da so Rahmenprogramm ist? Ja, ich bin am Freitag bei diesem Legenden-Dings da Ja, ich meine jetzt für die Bumster. breite Allgemeinheit. Ach so, nee, also doch, also ist alles von Easy Credit. Die machen da, also da wird schon was laufen. Aber ich sag mal so, das größte Highlight für die Fans wird sein, dass man am Sonntag mit dir saufen kann in der Halle. Nee, das größte Highlight ist doch erstmal Samstagabend, muss man schon sagen. Erstmal verrückte Tipp-Off-Zeiten. Ich habe mal geguckt, Samstag 14 Uhr Ja. und 17:30 Uhr abgefahren. Und ab 20 Uhr, glaube ich, bei Paulaner im Tal, hier Herrschaftszeit, in genau, ja. Herrschaftszeiten, ist eine Party. Und danach natürlich alle in die Rodman. Nein. Ich bin dafür, dass ihr wirklich, ich kann ja da leider nicht da sein, aber ihr müsst das Rodman stürmen. Stürmt einfach alle gleichzeitig da rein, nimmt den Laden auseinander, ja? Digga, du weißt, meine Tische erkennen ja alle deine Fresse. Und wenn die am Samstag alle stürmen. Ich bin noch nicht da, ich bin noch gar nicht da. Oder wenn, ich verkleide mich so, dann erkennt mich keiner. Ja, aber das. Ja, Herrschaftszeit ist so der offizielle Teil. Und man munkelt, natürlich nichts offiziell, aber man munkelt, dass die weiterziehen, weil. Das Herrschaftszeiten gehört auch Kumpel von mir, das gehört dem Mietja, der unter anderem der Netman bei RAN NFL ist.
Und nicht gerade, weil RTL NFL ist. Und ja, man munkelt, weil der Fußmarsch besoffen sogar zum Rodman nur 3 Minuten ist, munkelt man, dass bei mir auch was abgeknüpft. Natürlich alles inoffiziell, Marco. Keine Sorge. Ja, alle Rodman. Alle Rod. Ey, die Frage ist schon geklärt. Wenn die Bayern den Titel holen, wird es bei dir die Meister, die Pokalparty geben? Weiß ich nicht. Dicky, Alter, du willst doch, dass die Leute hier unseren Podcast hören. Da musst du ein paar Insights mal raushauen. Ich habe keine Ahnung. Man munkelt auch. Also bis jetzt war es immer so. Ey, kann ich dann an der Bar arbeiten? Hundertprozentig. Geil. Hundertprozentig bist du bei mir an der Bar. Geil, Alter. Du bleibst aber, also wir sind auf jeden Fall dort. Ne? Wie gesagt, ihr könnt uns auch alle ansprechen und so weiter und so fort. Oder zumindest halt den Selfies mit Basti machen. Ich werde mich auch wegstellen, weil. Weil? Ja, was? Weil? Warum stellst du dich weg? Das war doch mal. Das hast du beim letzten Mal nicht mitbekommen, ne? Ne. Hast du ihn bekommen, wo die ein Selfie machen wollte und auf uns zugegangen ist? Dann meinte ich, nee, mit dir. Hast du ihn nicht bekommen? Da musste ich weg. Geil. Ich war noch da so. Wie meine Zwillinge. Nee, nur mit Basti. Aber da können. Die haben mich richtig gefickt. Die haben mir meine Seele genommen wie Francisco, ey. Oh nein. Du Wichser hast noch nicht mal mitgekommen. Ist ja noch peinlicher für mich. Deswegen hast du dich über mich nicht so lustig gemacht. Nee, das habe ich echt nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Ich fand so geil. So, ja, okay. Es hat noch gefehlt, dass die gesagt hat, kannst du ein Foto von uns machen. Geil. Hey Leute, für Sonntag, wenn ihr Fotos wollt mit uns, nur im Doppelpack. Ja, ich mache kein einziges Foto ohne meinen Brudi. So nämlich, ja. Ah ja, ja, aber haben wir irgendwelche Überraschungen für Leute dort? Ja, ich bringe ein bisschen was mit. Ich bringe ein bisschen Überraschungen. Also Leute, ihr habt es gehört. Es kann sein, dass wir irgendwelche Überraschungen dabei haben. Und es kann sein, dass... Ey, John! Ja? Das müssen wir noch schauen. Wir müssen vielleicht einmal so eine Kanone von den Bayern kapern. Lieber, hey, das Problem ist halt, ich habe da schon mal sowas gefragt, aber Bayern kann ja nichts machen. Weil das ist ja nicht, das ist alles easy credit. Ah, okay. Ja, ja. Deswegen, ich hatte so ein paar Sachen vorgehabt, eigentlich dort, die ich angefragt habe, weil wir ja da halt gute Beziehungen dazu führen, dass wir halt irgendwas halt machen können. Aber dann haben die gesagt, ja, eigentlich normal gerne, aber das Problem ist, dass die sind nicht aussichtbar, die können das halt nicht bestimmen, das macht die easy credit, macht ja auch Sinn. Weiß naja. Ich meine. Deswegen, aber halt, wir werden da schon was haben, also sprecht uns an. Weil ich, Leute, es wird diesmal eine kurze Folge sein, weil bei dem Bruder da gegenüber, da juckst so an der Kimmel. Ja, ich muss los, ich muss mich warm machen. Weißt du, das ist, stell dich mal ganz kurz hin, damit die sehen, was für ein Kostüm du hast. Man kann ja nicht so ein Bierpong-Turnier, kann man ja nicht aus der Kalten herausgewinnen, weißt du, was ich meine? Lass dich ein bisschen warm machen. Guck mal, schau mal die Hose an. Ich stelle mich hier auf den Stuhl. Und da sieht man einen Rechtsträger. Also, liebe Freunde, ich liebe euch. Also, wir sehen uns am Sonntag. Genau, labert uns zu. Wir sind am Sonntag. Ab wann bist du? Also, Samstag bist du nicht da, ne? Samstag bin ich nicht da. Sonntag bin ich ab 12.30 Uhr in der Halle. Ab 12.30 Uhr. Jetzt nur ganz kurz eine Prediction. Wer glaubst du, wer macht's? Ich glaube, dass es Bamberg Baskets nicht machen. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Und eine andere Frage noch. Auf welche Legende freust du dich am meisten? Boah, ich habe gehört, dass Tim Alkoholbrecht in der Halle sein wird. Auf den freue ich mich am meisten. Achso, ich hab eigentlich darauf getippt, dass du auf unseren Schauspieler sehr freust. Oh, auf Heiko. Oh ja, das könnte natürlich auch sein. Boah, das wird schon wieder. Oh, und dann ist doch Pere noch dabei. Es wird brutal. Was ist mit Champagne Tada? Scheiß auf, der soll einfach mitsaufen. Ah, der bringt nichts mehr, der Junge.
Hey Leute, ich muss wirklich los. John, warte, wir machen noch 15 Sekunden. Warum? Dann haben wir 45 Minuten voll. Das ist gut für Spotify. Ja? Also, lass das nochmal hier runterlaufen. Ich habe die Hummel im Arsch. Die U2 fährt gleich. 3, 2, 1. Und jetzt werden wir bezahlt. Alles klar. Schönen Tag noch, Leute. Macht's gut. Viel Spaß beim Karneval. In your face.